Der Autor sagte, die zehnte Frage: Was ist das Urteil über den Siwak? Und was und wann ist er dringend erwünscht? Und was sind seine Nutzen? Antwort: Den Siwak zu benutzen ist erwünscht. Mesnun, eine Sunna. Und dies zu jedem Zeitpunkt. Ausgenommen ist nur der Fastende, nachdem die Sonne am Zenit steht, denn in diesem Fall ist es verpönt. Man kann es sich also wie folgt vorstellen: Es ist erlaubt, immer den Siwak zu benutzen und die Zähne zu reinigen. Und das ist auch immer erwünscht. Egal ob morgens, abends, vor dem Schlafen, nach dem Schlafen, vor dem Rausgehen, wenn du wieder zurückkommst. Außer in einem Fall, sagen die Hanabila, ist es verpönt, ist es Makruh. Und zwar, wenn du fastest nach dem Mittagsgebet, nachdem die Sonne bereits am Zenit steht, sagen sie, sollte man den Siwak nicht mehr benutzen. Er sagte dann, und die Benutzung des Siwaks wird bekräftigt während. Mit bekräftigt ist gemeint, dass es vor allem zu bestimmten Zeitpunkten benutzt werden soll. Er soll immer benutzt werden oder er kann immer benutzt werden, aber es gibt Zeitpunkte, in diesen sollte er noch eher benutzt werden. Diese zählt er jetzt auf. Und das sind insgesamt, ihr seht hier wieder die Zahlen, 10 verschiedene Fälle. Erstens, während der Gebetswaschung. Wenn du die Gebetswaschung durchgeführt hast, dass du dann den Siwak benutzt. Davor, danach, manche machen es während der Gebetswaschung. Zweitens, während dem Gebet. Und damit ist jetzt nicht gemeint, du bist im Gebet und benutzt den Siwak, sondern also kurz davor. Drittens, während der Rezitation des Korans oder vor der Rezitation des Korans. Viertens, nach dem Aufstehen vom Schlaf oder während dem Aufstehen vom Schlaf. Du bist vom Schlaf aufgewacht, dann sollst du auch den Siwak zu diesem Zeitpunkt benutzen. Fünftens, während der Veränderung des Mundgeruchs. Sechstens, während dem Betreten oder vor dem Betreten der Moschee. Siebtens, vor dem Betreten des Hauses, bevor du nach Hause kommst oder wenn du nach Hause gekommen bist, dann benutzt du auch den Siwak. Achtens, während längerem Schweigen. Du hast lange geschwiegen, dann benutzt du den Siwak. Neuntens, wenn die Zähne zum Beispiel gelb geworden sind. Und zehntens, wenn der Magen leer vom Essen ist, du hast gar nichts gegessen, dein Magen ist leer, dann kann es sein, dass es zu einem Geruch kommen könnte, dann soll man in diesem Fall auch den Siwak benutzen. Das sind diese 10 Fälle oder diese 10 Situationen, in denen man den Siwak verwenden sollte. Dann sagte er weiter, seine Nutzen sind zahlreich. Dazu gehören erstens, er hilft bei der Verdauung. Der Siwak soll bei der Verdauung helfen. Zweitens, er stärkt den Zahnfleisch. Und drittens, zu den gewaltigsten Nutzen zählt, dass er während des Todes das Glaubensbekenntnis erinnert. Was möchte er damit sagen? Er möchte damit auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinweisen, als er im Sterben lag, alaihi salatu wasallam, eine der letzten Sachen, welche er gemacht hat, war, dass er den Siwak benutzt hat. Das sind einige Nutzen für den Siwak. Und zu seinen Nutzen zählt natürlich auch, und das hat er am Anfang indirekt erwähnt, dass der Siwak eine Sunna ist.